Das Freeriden hat in den letzten Jahren auch dank dieser World Tour ja sehr an Popularität gewonnen. Also man sieht, jeder macht es, jeder will es machen und es ist eine Sportart, die riesen Spaß macht. Aber man muss auch sagen, das Freeriden ist einfach ein gefährlicher Sportart. Und insofern ist es da beim Kickzerwick so, dass man sich auf das rückbesinnt, um was es eigentlich geht. Es geht jetzt nicht nur um Cliffs, nicht nur um steile Hänge, sondern man muss sich auch selber mit dem Thema beschäftigen. Es geht darum, dass man sich auch denen Gefahren bewusst ist. Was beim Freeriden leider ab und zu vergessen wird, aber was ein Riesenaspekt ist. Das darf man oder soll man nicht vergessen, würde ich jetzt sagen. Das Format macht insofern Sinn und ist ein Riesenspaß, weil es ein kompletter Gegensatz ist zu dem Mainstream-Contest, wie wir es jetzt zum Beispiel auf der World Tour sehen. Oder? Es geht nicht darum, dass man jetzt einen Hubschrauber worauf fliegt, oder? Sondern dass man sich das Ganze selber erarbeitet. Man geht rauf und sucht sich als Linie dementsprechend aus. Also die Hänge werden da nicht gesichert oder irgendwie, man muss sich das alles irgendwie selber, man muss es selber managen. Oder eigentlich, wie wenn man mit Freunden auf einen Berg geht, oder muss man auch selber machen. Genauso ist es da.